David, hast du keine Angst? Wie würdest du dich in einer realen Situation verhalten? Der Mensch fürchtet nur das, was er nicht kennt. Ich kenne das, denn seit 30 Jahren ist das meine Welt. Ich arbeite vor allem effektiv, effizient, kurz, im gebrochenen Rhythmus, frühzeitig erkennend und vor allem sehr, sehr taktisch. Denn eine Selbstverteidigung, eine gute Selbstverteidigung, ein guter militärischer Nahkampf muss genauso funktionieren. Wir verhalten uns nicht wie Kampfsportler, da unsere Primärziele schon ganz andere sind. Ja, wir müssen uns auch darauf einstellen, dass mehrere Angreifer oder Objekte auf uns zukommen. Ja, Objekte können geschlagen, gestochen, geworfen und vielleicht sogar gestoßen werden. Das heißt, von daher müssen wir in den taktischen Elementen ganz anders handeln. In der Selbstverteidigung wurde ich spezialisiert. Im Kampfsport war ich damals immer nur Gast. Aber zu Hause bin ich genau da, was ihr gerade in dem Clip zuvor gesehen habt. Alles klar, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns natürlich wieder, wenn es wieder heißt Kampfkunst Lifestyle.